Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gelobt sei Jesus Christus. Der 23. Sonntag im Jahreskreis gibt uns eine wichtige Botschaft für unser Leben mit. Wir sind auf unserem Weg zu Gott nicht allein. Wir tragen Verantwortung für die anderen. Wir müssen einmal auch darüber Rechenschaft ablegen, ob wir alles dafür getan haben, dass unser Bruder, unsere Schwester auf dem gottgewollten Weg bleibt oder auf diesen zurückkehrt. Im Evangelium dieses heutigen Sonntags geht es um die Frage, was soll der Jünger tun, wenn sein Bruder sündigt? Und hier gibt es natürlich kein Patentrezept, aber eines ist den verschiedenen Umständen entsprechenden Verhaltensweisen gemeinsam. Der Wille, unseren Mitmenschen durch brüderliche Ermahnung zurückzugewinnen. Gleichgültiges Wegschauen ist ebenso sündhaft wie feindseliges Aburteilen. Vielleicht sogar noch in dem Hochmut, dass man ja selbst viel besser, braver, heiliger, gerechter sei. Als Christen müssen wir uns im Klaren sein, wir heiligen uns nicht allein, sondern immer in der Gemeinschaft der Gläubigen. Unus Christianus, nullus Christianus, hat man zur Zeit der Väter schon gesagt. Ein Christ ist kein Christ. Niemand kann für sich allein glauben, sagt uns der Katechismus der katholischen Kirche, wie auch niemand für sich allein leben kann. Niemand hat sich selbst seinen Glauben gegeben, wie auch niemand sich selbst das Leben gegeben hat oder geben kann. Glaube ist also kein isolierter Akt, sondern immer im Zusammenwirken der Gemeinschaft der Jünger Jesu zu verstehen. Doch der Herr geht danach noch einen Schritt weiter. Seinen Jüngern gibt er in Bezug auf das Sündigen der ihnen Anvertrauten die Binde- und Lösegewalt mit auf den Weg der Kirche durch die Zeiten. Im Bußsakrament darf jeder Gläubige diese Lösegewalt selbst erfahren. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Dieses Ego te absolvo ist nicht irgendein dahergesagtes Wort, sondern machtvolles Wirken Gottes, das er den Aposteln und damit den Bischöfen und deren Mitarbeitern, den Priestern, in die Hand gegeben hat. Das Dokument Sacramentum Caritatis des Heiligen Vaters sagt uns, dass ein Missachten des Bußsakramentes uns unempfänglich macht für die Liebe Gottes. Oder positiv ausgedrückt, nehmen wir die verzeihende Liebe Gottes in der Beichte dankbar an. Dann wird uns im alltäglichen Leben seine alles gewinnende Liebe viel augenscheinlicher erkennbar werden. Die Verantwortung eines jeden Christen ist heute zur Sprache gekommen. Zugleich auch der Weg, wo wir unseren Bruder, unsere Schwester aus der Sünde neu in den Stand der Gnade begleiten dürfen. Ich lade Sie ein, das Bußsakrament als einen wichtigen und regelmäßigen Bestandteil Ihres christlichen, kirchlichen Lebens anzunehmen und zu schätzen, ja sogar lieben zu lernen. Öffnen wir uns für die verzeihende Liebe Gottes.
dann wird es uns auch leichter werden, unsere Mitmenschen mit diesem Gott zu versöhnen, Zeugnis abzulegen für einen Gott, der unsere Zukunft liebevoll in seinen Händen hält. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen schönen und gesegneten Sonntag. Gelobt sei Jesus Christus.